Mit dem SCM auf Platz 7 und der MT Melsungen als Tabellenzehnten trafen am 21. Dezember zwei Teams aufeinander, die einiges gemeinsam haben. Beide Teams sind nach einer erfolgreichen Vorsaison holprig in diese Spielzeit gestartet. Für Finn Lemke war es das Spiel gegen seinen zukünftigen Verein. Und es gab das Duell der beiden Top-Torschützen der Liga, Johannes Selin gegen Robert Weber. Den besseren Start legten die Nordhessen aus Melsungen hin. Sie gingen vom Start weg in Führung. Michael Müller erzielt hier in der Minute 3 das 0:2. Das erste SCM-Tor folgte gleich. Christian O'Sullivan trifft nach Vorlage von Finn Lemke zum 1:2. Und erster Treffer für den SC! Finn war es auch, der in Minute 11 den Anschluss zum 5:6 herstellte. Im ersten Versuch scheiterte er noch am starken Jörn Sjöstrand, der Nachwurf sitzt. Melsungen blieb vorne aber gefährlicher, auch weil der SCM seine Angriffe nicht konsequent abschließt. Oft landet der Ball beim Gegenspieler oder beim starken Sjöstrand. Im Gegenzug trifft dann Johannes Selin und baut die Führung der Gäste auf 4 Tore aus, 7:11. Es war ein Kampfspiel, das sich am Mittwochabend entwickelte. Insgesamt 5 gelbe Karten und 9 Zeitstrafen wurden verhängt, 6-mal hatte der SCM Überzahl. Melsungen agierte dann ohne Torwart, was die Magdeburger bestraften. Kapitän Fabian van Olfen trifft so in Minute 22 über das ganze Feld ins leere Tor. Und die 22. Minute. Dario Quenstedt kam im Laufe der ersten Hälfte für Yannick Green und war sofort voll in der Partie. In Minute 23 hält er einen Wurf von Philipp Müller. O'Sullivan stürmt nach vorne, gibt ab zu Mats Christiansen und der vollendet den Konter zum 10:12. Die Magdeburger wurden jetzt stärker. Nach einem Ballverlust der Melsunger marschiert Matthias Musche nach vorne und schafft erstmals im Spiel den Ausgleich. 13:13 in Minute 27. Und immer noch die 27. 14:14, 7 Meter, die letzte Aktion vor der Pause. Michael Allendorf gegen Dario Quenstedt. Der Melsunger bleibt Sieger, wenn auch knapp. Melsungen geht mit einer Ein-Tore-Führung in die Pause. Irgendwie trudelt er doch rein zum 15. Die Nordhessen spielten auch in der zweiten Hälfte häufig mit 2 Spielern als Kreisläufer, was die SCM-Abwehr oft vor Probleme stellte. In Minute 32 setzt sich so Merino Maric durch und erzielt einen seiner 6 Treffer, das 15:16. Minute 34, wieder das Duell Quenstedt-Allendorf. Diesmal bleibt der Magdeburger Sieger. Eine von insgesamt 13 Paraden, fast 50% aller Bälle auf sein Tor konnte Dario abwehren. In Minute 38 gleicht der SCM erneut aus. Über links trifft Yves Grafenhorst, der in Hälfte 2 Matze Musche ersetzt. Bis zur 42. Minute mussten sich die Magdeburger Fans gedulden, dann brach Marco Besiak den Bann. Nach Zuspiel von Michael Damgaard trifft er zum 20:19. Und 20:19. Lange Bestand hatte die Führung nicht. Die Melsunger konnten das Spiel wieder drehen und durch Tim Schneider in der 50. Spielminute sogar mit 3 Toren in Front gehen. In Minute 53 dann die Schlüsselszene des Spiels. Marco Besiak stößt im Angriff unglücklich mit Michael Müller zusammen, es kommt zu Diskussionen. In deren Verlauf gibt es für Besiak die Disqualifikation samt blauer Karte, Michael Müller kriegt gelb, 7 Meter für den SCM. Nach 2 Fehlversuchen von Robert Weber darf diesmal Matze Musche ran und verwandelt. 22:24, der Auftakt für eine spannende Schlussphase. Und in der 53. Minute. Die Halle steht jetzt, die Aufholjagd beginnt. Robert Weber schafft in Minute 56 den Ausgleich, das gefühlt wichtigste seiner 4 Tore. Und wieder Ausgleichstreffer für den SC! Letzte Spielminute, noch 15 Sekunden auf der Uhr, es steht 26:26. Letzter Spielzug SCM nach einer Auszeit durch Bennett Wiegert. Michael Damgaard passt auf Sheiko Musa, der hat den Ball im Nachfassen und trifft Sekundenbruchteile vor der Schlusssirene zum 27:26 Sieg für den SCM. Ganze 2-mal hat der SCM in diesem Spiel geführt,
Zum Sieg gereicht hat es trotzdem. Damit überholt der SCM in der Tabelle den SC DHFK Leipzig und rutscht auf Platz 6. Die konsternierten Melsunger fallen auf Rang 11. Getrübt wird die Magdeburger Stimmung allein durch Marco Besiak, der neben einer potenziellen Sperre auch mit dem Verdacht auf Rippenbruch auszufallen droht. Und jetzt die Stimmen zum Spiel. Das ist unser Fazit. Ich denke, wir haben mit Pech dann am Ende einen Punkt verloren, weil ja, wir haben das ganze Spiel über eigentlich dominiert und haben am Ende so ein bisschen den Faden verloren nach der roten und blauen Karte. Wo wir eigentlich dann am Ende noch 2 Minuten in Überzahl waren, haben wir kompletten Faden verloren und haben unsere 3-Tore-Führung hergeschenkt und am Ende unglücklich dann verloren. Ja, das war super, super schön und 2 Punkte ist immer wichtig, aber gegen Melsungen ist das vielleicht wichtiger. Die Halle war von Anfang an da, der SCM leider nicht. Woran lag es? 0-3 war ja erstmal ein Fehlstart. Melsungen ist eine super Mannschaft und sie spielen in der Start mit 2 Kreisläufern und wir haben ein bisschen Probleme mit das in unserer Abwehr. Aber ich denke, später 10 Minuten spielen wir besser und unser Angriff ist immer gut heute. Und vielleicht nicht so gut Start in die Abwehr, aber besser und besser. Und wir haben 2 Punkte, so wir sind zufrieden. Es gab 2-3 Optionen, das war die letzte Option, die Mika gewählt hat. Wir sagen einen Spielzug an und geben 2-3 Optionen vor. Die erste funktioniert nicht, die zweite funktioniert nicht, die dritte hat geklappt. Dass wir es dann zum Schluss so auf den Punkt bringen, hört immer ein bisschen Glück dazu. Aber das ist natürlich trainiert und das ist auch so angesagt. Ich glaube, bei dem Internetkanal von Sport1 kann man das ganz gut erkennen, weil ich glaube, die sind relativ nah dran, auch an meiner Taktiktafel in der Auszeit. Und das Wort Jaco fällt auch das ein oder andere Mal. Aber nochmal, da hört immer auch zum Schluss ein bisschen Glück dazu. Ich glaube, das ist ja auf dem Punkt, das ist ja wie ein Buzzerbeater, dass vielleicht noch 1 Sekunde auf der Uhr ist und Peng aus. Ich dachte, wo er das erste Mal sich so ein bisschen vergreift, dass die Zeit vielleicht nicht reicht. Ich freue mich sehr, dass die Jungs sich heute belohnt haben für diesen aufopferungsvollen Kampf. Es wurden ja gute Chancen rausgearbeitet, das kann man ja gar nicht anders sagen. Nur die Chancenverwertung war natürlich katastrophal, müssen wir uns eingestehen. Und wir haben wirklich mit viel Glück gewonnen und natürlich mit viel Kampf am Ende. Das will ich nicht vergessen, also auch wenn wir hinten lagen, die Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft. Und hat eben andere Tugenden bewiesen als noch gegen Hannover. Also wenn wir ein bisschen was Positives sehen wollen, wir haben gewonnen, wir haben gekämpft, trotz schlechtem Spiel. Kampf wurde belohnt und die Halle hat mitgetobt. Und jetzt sind wir Weihnachten vor dem SCDHFK, ne? Ja, wir werden noch am Saisonende vor der SCDHFK sein, auch wenn wir das sehr schätzen, was die Kollegen in Leipzig machen. Aber das ist unser Anspruch. Jetzt sind wir Sechster, damit können wir leben. Das ist nach der sehr durchwachsenen ersten Halbserie, glaube ich, das Maximum, was da rauszuholen war. Wenn wir ein bisschen mehr Konstanz jetzt reinkriegen in der zweiten Halbserie, geht es vielleicht einen nach oben. Aber wenn wir das nicht können, geht es auch schnell mal 5 Plätze nach unten.